Uns haben mal wieder einige Fragen erreicht, die wir natürlich prompt und sauber beantworten möchten. Frage Nummer 1. Wie kann es sein, dass meine 15-polige Steckdose nur 9 Pins hat? Nun, weil du lediglich 9 Kontakte brauchst, um alle Standardlichtfunktionen erfüllen zu können, als da wären die Schlussleuchte mit den Umrissleuchten, der Begrenzungsleuchte und der Kennzeichenbeleuchtung, den Blinker links, den Blinker rechts, das Bremslicht, das Nebelschlusslicht und den Rückfahrscheinwerfer. Und natürlich einen Pin für die Masse und die Datenkommunikation. Und die optionalen Kontakte brauchst du zum Beispiel für eine Rundumleuchte, einen Bremsbelag-Verschleißsensor oder eine Achsliftsteuerung. Weiter im Text. Wie kann es sein, dass der vordere Durchschwenkradius meiner Sattelzugmaschine ausgerechnet 2040 mm ist? Wer kommt auf ein so krummes Maß? Nun, das kann ich dir sagen, das war der alte Pythagoras. Das ist der mit dem rechtwinkligen Dreieck. Pass auf, dein Auflieger ist 13,60 Meter lang. Das B-Maß, also Mitte Kingpin bis zum Fahrzeugheck, sind genau 12 Meter. Also habe ich schon das erste Maß nach vorne, 1,60. Das Maß zur Seite sind 2,55 Meter Fahrzeugbreite, dividiert durch 2, also 1,27 Meter. Und 1,27 Meter zum Quadrat plus 1,60 Meter zum Quadrat und daraus die Wurzel gezogen, ergibt die Hypotenuse, also den vorderen Durchschwenkradius. Und der ist genau 2040 mm. Rechne mal nach. Hat Krone eigentlich auch diese Yoloda-Auflieger? Jo, haben wir. Das ist unser Paperliner. Yoloda ist der Hersteller dieser Yoloda-Schienen oder eben der Yoloda-Roller und somit ein Synonym im Kontext beim Transport schwerer stehender Papierrollen. Ich habe letztens etwas gehört von einem gespreizten Radstand. Gibt es sowas oder habe ich mich verhört? Nee, nee, deine Lauscher sind schon vollkommen intakt. Das gibt es aber nur in Deutschland und zwar im Kontext kombinierter Verkehr mit einem Zuggesamtgewicht von 44 Tonnen. Nur in Deutschland heißt, dass der deutsche Gesetzgeber bei deinem Dreiachsaggregat die Tragfähigkeit auf 24 Tonnen reduziert, wenn die Achsen einen Abstand zueinander von 13 bis 1400 mm haben. Das heißt 3 mal 8 gleich 24 Tonnen, obwohl die einzelne Achse eine technische Tragfähigkeit von 9 Tonnen hat. Was muss man tun? Man muss einen kleinen Umweg gehen. Man muss den Abstand der ersten oder der letzten Achse, das ist egal, zur mittleren Achse auf 1410 mm erhöhen. Denn dann machen wir gedanklich aus dem Dreiachser einen Zweiachser und einen Einachser. Der Zweiachser darf 18, die einzelne Achse 9 und kommen so in Summe auf 27 Tonnen. Und da hört man den Amtsschimmel schon sehr laut wirren. In den Reifentabellen finden sich die verschiedensten Angaben zu den Reifendurchmessern. So schwankt der Durchmesser zum Beispiel beim Standardreifen 385/65R225 zwischen 1070 und 1092 mm. Nun, das ist sicherlich eine Frage des Reifenaufbaus, der Profiltiefe und von Fertigungstoleranzen. Aber welcher Wert ist denn nun der plausibelste? Wenn du mit plausibel reproduzierbar meinst, dann sind es die 1070 mm. Denn rein mathematisch betrachtet ist der Durchmesser dieses Reifens 65% von 385 mm Breite, 2 mal plus 22,5 Zoll mal 25,4 mm. Und das sind in Summe exakt 1072 mm. Ihr habt weitere Fragen? Ja, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich bin des Lesens kundig und werde garantiert alles beantworten.